Na, was geht denn bei dir, Alter? Ich hab Urlaub. Herzlich willkommen zurück hier zu Subnautica. Vorneweg, ich freue mich über jeden Like und Kommentar und ich freue mich nur darüber nicht. Nee, ich freue mich nicht nur darüber, sondern es ist ultra wichtig, Alter. Für dich ein Klick, für den Kanal viel, viel mehr. Das sag ich nicht nur so, sondern das ist tatsächlich auch so. Kannst du dir nicht vorstellen, wie wichtig das ist, Alter. So. Folgen mir. Geil, Alter. So. Ja, warte mal. Da können wir bestimmt reingehen. So, unsere eigenen gezüchteten. Schlingpflanze wächst. Ja, okay, die Scheiße können wir doch nicht rausnehmen. Ist aber halb so wild. Denn wir haben noch so ein Blutteil. Im Schrank. Verstärkung können wir rausnehmen. Blutöl. Da. Zack. Das können wir auch noch. Das läuft doch. Ja, wir sind natürlich immer noch ein bisschen dabei, unsere Sachen von A nach B zu bringen. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir schwimmen jetzt hin. Ich überlege gerade. Wenn wir jetzt hinschwimmen, wie kommen wir dann wieder zurück, wenn wir die, ich meine, wir könnten einfach so schwimmen, ne? So weit ist es ja nicht. Und so langsam sind wir ja auch nicht mit dem Schwimmen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, einfach mal ohne irgendein Gefährt, ohne Seegleiter oder sonst was zu schwimmen. Ich weiß, ihr sitzt da alle und sagt, das ist eine völlig bescheuerte Idee. Aber ich überlege, wie wir sonst. Weil wir schwimmen jetzt mit der Speedy hin, lassen Speedy da, damit wir den Big Daddy holen können. Das heißt, wir müssen zurückschwimmen ohne Speedy. Oder wir liefern alles ab, fahren mit Speedy zurück, holen Big Daddy und dann müssen wir ohne Big Daddy irgendwann dahin.
also egal wie wir es machen, es ist kacke. Genauso wie der Eingang da rein ist auch kacke. Das ist kaputt, das müssen wir irgendwann reparieren. Weil die Hülle hatten wir ja damals in der einen Folge haben wir ja hier oben raufgebaut. Aber die Hülle hat das nicht ganz ausgehalten. Wo ist denn das Zuchtbecken? So. Nice. Können wir da noch einbauen? Natürlich nicht. Brauchen wir einmal Glas. Ja, komm, das können wir immer noch bauen. Was mir gerade auffällt, wir hatten vergessen, da die Luke abzubauen. Und so hat er das komplett dekonstruiert. Das ist ja kacke. So, überleg, Fabrikator. Dahin. Batterieladestation machen wir auf die Seite. Kommt dann noch der Kommunikator und hier die Energiezellenladestation. Yes. So. Und wir schwimmen jetzt mal in der guten alten Methode nach Rapture. Bin ja mal gespannt, ob wir überhaupt den Weg mit Big Daddy hierher überleben. Ich sehe uns schon in irgendeine der Spalten hier fallen. Aber das haben wir ja sowieso im Grunde genommen vorgehabt. Gucken, ob wir was essen können. Er lässt sich nicht essen. Natürlich vergessen, dieses Blutzeug da anzupflanzen. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, wie geht's denn euch so? Ich hoffe gut. Mir geht's nach wie vor ganz prächtig, denn ich habe Urlaub. Yes, yes. Und ich muss ehrlich sagen, ich genieße es seit gefühlten Ewigkeiten. Und es ist wirklich, das ist eine Ewigkeit her. Einfach mal gar nichts zu machen. Ich habe auch in meinem Urlaub unheimlich viel geplant. Ich gehe zum Sport und ich zocke Videospiele. Ansonsten lasse ich mir so ein bisschen die Sonne auf den Pelz brennen. Das ist so mein Plan.
Mehr habe ich nicht geplant und ich muss ehrlich sagen, ich genieße das auch richtig. Ich habe gerade die letzten Wochen so viel Stress gehabt. Ich hatte es ja auch mal auf Twitter gesagt und ich hatte ja auch ein Infovideo gemacht, dass der Stress jetzt ungefähr so vorbei ist und dass es mit den Videos jetzt wieder ganz normal weitergeht. Ich meine, beschweren die Leute, die natürlich ein Projekt nur auf dem Kanal gucken, klar können die sich beschweren. Ja, klar können sie sagen, hey, ich warte die ganze Zeit auf Videos zu Ghost of a Tale und da kam jetzt irgendwie 3 Tage, kam da nichts oder 2 Tage oder was weiß ich. Finde ich doof. Ja, kann ich auch nachvollziehen, klar, absolut. Aber im Großen und Ganzen kam ja an jedem Tag, außer vielleicht, glaube ich, 2 Tage, kam halt immer ein Video. Ne? Jetzt zuletzt auf Sonntag, da kam mal nichts. Denn Sonntag ist quasi der Tag heute. Und da habe ich mir mal gegönnt, einfach gar nichts zu machen. So, ich guck jetzt, versuch jetzt, sinnvoll wäre, irgendwie alles hier rüber zu bringen. Das heißt, wir müssten einen Spind bauen, Quarz und 2 Titan. Ist keine Verschwendung, denn wir reißen das ja eh wieder ab. Und bekommen das alles wieder. Aber so können wir erstmal Sachen alles reinpacken. Was hier so drin ist. Holy fuck. Emergency power only. Oxygen production offline. So. Müssen wir uns auch überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, unseren Strahlenschutzanzug und so eine Sachen. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt nochmal brauchen. Zumindest haben wir hier einen Haufen Zeugs. Alles sehr interessant ist, aber von uns gar nicht mehr genutzt wird. Vor allem, hast du gesehen, da haben wir noch einen zweiten Scanner und alles. Das ist ja völlig krank. So, warte mal. Nochmal gucken, da ist nichts drin. Gut. Das können wir mitnehmen. Da ist auch nichts drin. So, dann können wir nämlich hier nochmal einen bauen. Wie gesagt, einfach nur, damit ich die Sachen hier kurz alle reinschmeißen kann. Ist auch geil, hier so einen komischen Geisterrochen zu sehen. Der hat ja hier eigentlich gar nichts zu suchen. Aber ist einer von uns gezüchtet? Werde ich auch gleich gucken, dass wir den wieder mitnehmen. Wenn es denn überhaupt geht. Denn ich würde ihn gern bei uns in die Zuchtstation packen. So, wir müssen auch langsam was trinken.
außen. So, warte mal. Okay, den können wir nicht mehr einsammeln. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber damit müssen wir jetzt lernen zu leben, liebe Freunde. Ich weiß, für euch genauso schwer wie für mich. Ich mache mir gerade auf dem Weg dahin Gedanken. Wegen der Flüssigkeitsaufnahme. Übrigens können wir so relativ krass Momentum aufbauen. Gut, machen wir folgendermaßen. Wir haben jetzt den Krebs hier rübergebracht. All systems online. Eigentlich wollte ich dann schon direkt gucken, dass wir ins Höhlensystem runterkommen. Na, habe ich ja gesagt, machen wir in dieser Folge, aber ich glaube, wir müssen das tatsächlich nochmal in die nächste Folge verschieben. Denn jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Sachen hier rüberbringen, dass wir nicht verdursten. Das beinhaltet auch, dass wir nochmal ein bisschen Titan irgendwo uns besorgen. Bin gerade am Überlegen, haben wir noch Wasser im Schrank? Ich glaube, wir haben noch Wasser im Schrank. Ey, wenn nicht, dann wäre das jetzt richtig schlecht. Das wäre jetzt richtig schlecht. Mit richtig schlecht meine ich richtig schlecht. Seek fluid intake immediately. Ah, das wird schon. Das wird schon. Tu mir das jetzt nicht an.
ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Gelochter Lochfisch. So, wir haben zumindest Röhrenkorallenproben. Bedeutet für uns, wenn wir jetzt relativ schnell nach Hause kommen. Und dort an den Fabrikator gehen. Mit dem Salz, was wir noch haben. Können wir uns schnell was zu trinken herstellen. Und von dort aus dann einfach logisch weiterverfahren. Ich habe keine Ahnung, wann ich diese Folge angefangen habe. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, diese Folge zu beenden. Weil entweder haben wir die gerade erst angefangen. Haben wir die gerade erst angefangen? Keine Ahnung. Ja, das schaffen wir aber. Das wird verdammt knapp. Ach komm, das war 1A eingeparkt. Alter, das habt ihr alle gesehen. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Spinde man überhaupt an der Wand kriegt. Ich glaube, wenn man so drei macht, dann sieht es aber noch relativ cool aus. Und auch nicht so überfüllt. Ja? Und wenn wir das hier quasi an den ganzen Wänden machen, dann können wir sogar noch hier Verstärkung reinmachen, beziehungsweise hier sogar noch ein Fenster oder ein kleines Aquarium hinstellen. Ich glaube, das wird ganz cool. So, haben wir denn noch? Das war's dann auch schon. Röhrenkora, Alter.
ne? Und nach dem Vorbild machen wir das dann hier. Ich weiß nicht, ob wir da noch mehr Sinn hintermachen. Aber ich denke mal, so macht das am meisten Sinn, wenn wir da das erstmal alles so voll knallen und dann alles, ja und schön und hast du nicht gesehen. Leute, ich habe keine Ahnung, ich glaube, entweder geht die Folge 10 Minuten oder 5 oder sonst was. Wenn es so ist, tut's mir leid. Sag mal, was geht denn mit dem... Gebt euch das mal. Was ist denn da hinten mit dem Scanner los? Also mit dem Modifizierungs- oder Bauwerkzeug? Ist das Schrott, Alter? Ja, wie gesagt, wenn es so ist, tut's mir leid. Nächste Folge dann ganz normale Länge. Und ich werde bis zur nächsten Folge gucken, dass wir schon mal hier einen Haufen Zeug eingeräumt haben. Bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.